Ein Oktobertag in Detmold Mitte. Es ist etwas trist und mitunter langweilig. Es kommt einem vor, als wäre jeder Tag schon mal da gewesen. Aber plötzlich betritt die aufgeregte Frau Schröder das Zimmer. Sie hätte dunkle Gestalten am Bahnhof gesehen. Dunkle Gestalten. Sie sei sehr aufgeregt gewesen. Denn sie waren ganz in Schwarz gekleidet und gewandelt. Sie erzählte Frau Schmidt davon. Und sie hat sich tierisch erschreckt. Also erst Frau Schröder, dann Frau Schmidt, dann die ganze Nachbarschaft. Sie alarmierten die Polizei. Und sie nahmen sich diesen schwarzen Unbekannten in Detmold vor. Die Zeitung schrie auf, Frau Schmidt schrie auf. Und die Unbekannten sagten gar nichts mehr. So endet diese traurige Geschichte in Detmold.